Oktober 2018. Es ist ein langweiliger Freitagabend und dich überkommt beim regelmäßigen Binge-Watching auf Netflix ein ungeheuerlicher Heißhunger. Du gehst in die Küche, doch der Kühlschrank ist leider leer. Doch dann erhascht dein Blick etwas Göttliches. Unberührt und einladend liegt auf dem Tisch eine, nein, die letzte Süßigkeit deines Mitbewohners, die danach schreit, verzehrt zu werden, mit dem offensichtlichen Problem, sie gehört dir nicht. Egal, während du deine frische Beute vor dem Fernseher gemütlich verdrückst, erhascht dich aber ein seltsames Gefühl. Du beginnst zu grübeln und Gedanken voller Scham und Schuld überkommen dich. Dein gestohlenes Diebesgut bereitet dir so ein schlechtes Gewissen, dass du dich nur noch schmutzig fühlst. Du rennst aus dem Wohnzimmer und versuchst, die Scham von dir abzuwaschen. Du duschst dir jeden moralisch verwerflichen Gedanken vom Leib und wäschst dir die Schuld von deinen Händen. Glaubst du, dass Händewaschen helfen könnte, das Gewissen zu reinigen? Und was könnte das mit Videospielen zu tun haben? Naja, diese Fragen klären wir jetzt. So ein Schwachsinn! Das dachtet ihr euch jetzt vielleicht und ganz ehrlich, ich dachte das auch. Händewaschen, kompletter Blödsinn. Aber tatsächlich ist das Händewaschen ein gut untersuchter psychologischer Effekt in der Psychologie. What? Denn das Bedürfnis, sich nach moralischen Fehltritten wieder reinwaschen zu wollen, ist der sogenannte Macbeth-Effekt und tritt immer dann ein, wenn wir moralische Verfehlungen verarbeiten wollen. Aber woher kommt dieser eigenartige Name eigentlich? Tja, dazu eine kleine Geschichte. Es war einmal vor langer, langer Zeit im schönen Schottland eine herrschsüchtige Frau namens Lady Macbeth. Ihr patriarchalischer Wunsch war so groß, dass sie ihren Ehemann dazu anstachelte, den König des Landes zu ermorden, um selbst an die Herrschaft zu kommen und den Thron zu besteigen. Der Mann konnte ihren Wunsch tatsächlich erfüllen und tötete den König, doch Lady Macbeth war nicht glücklich. Ihr schlechtes Gewissen suchte sie in jeder Nacht heim und die Schuldgefühle zerfraßen die arme, arme Frau. Ab dort an wusste sie sich nicht weiter zu helfen, als immer und immer und immer wieder ihre Hände zu waschen, in der einzigen Hoffnung, dass diese seelische Pein nun endlich ein Ende findet. Diese Geschichte stammt von Shakespeare und klingt erstmal total abstrus und erfunden, aber pfiffige Psychologen haben den psychologischen Effekt von Händewaschen mal näher angeschaut. Hierzu lösten Probanden der Uni Köln praktisch unlösbare Aufgaben, die Probanden absichtlich frustrieren sollten. Das Ergebnis, im Vergleich zur Kontrollgruppe, die sich nicht ihre Hände waschen durften, war die Experimentalgruppe sehr viel optimistischer und motivierter gestimmt für die darauffolgende Aufgabe. Aber das Händewaschen kann noch sehr viel mehr, wie zum Beispiel Zweifel beseitigen, es macht selbstgefälliger und aber auch weniger streng. All diese Belege und Studien unten in der Videobeschreibung, aber ja, das sind lustige Zusammenhänge, aber was zum Teufel kann das mit Videospielen zu tun haben? Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Macbeth-Effekt und Videospielen? Wir alle kennen doch Videospiele, bei denen wir praktisch vor unmöglichen Entscheidungen, unmoralischen Entscheidungen gestellt werden, die wir aber treffen müssen. Da wäre zum Beispiel Until Dawn. Dort müssen wir uns als Chris entscheiden, ob wir dem Leben unserer heimlichen Liebe Ashley ein Ende setzen oder unser eigenem. In Last of Us muss sich Joel zwischen der Rettung der Menschheit und dem Weiterleben der kleinen Ellie entscheiden. Und aber auch bei God of War müssen wir mit dem Gewissen leben, dass wir unsere eigene Familie getötet haben. Es gibt viele einschneidende Situationen in Videospielen, die uns vor moralischen Dilemmata stellen. So auch die Gewalt in Videospielen. Gewalt und Mord in der Realität sind hoffentlich für dich da draußen und sonst auch allen anderen hoffentlich moralische No-Gos. Widersprüchlicherweise sind in Videospielen allerdings Morde und Totschlag völlig normal, aber geht das wirklich so spurlos an uns vorbei? Tja, genau das untersuchte Gollwitzer und Melzer in ihrer Studie. Die Forscher untersuchten den Macbeth-Effekt in gewalthaltigen Videospielen, in denen die Gewalt entweder gegen Menschen oder gegen Gegenstände gerichtet war.
Hierzu spielten die Probanden das Spiel GTA, wo Gewalttaten gegen Menschen ausgeübt wurden, und das Spiel Flatout, in denen aggressive Handlungen eher gegen Objekte ausgerichtet war. Nach 15 Minuten Gameplay wurden die Probanden gebeten, von 10 Gegenständen insgesamt 4 Gegenstände als Geschenk und Dankeschön für die Studienteilnahme auszuwählen. Dabei bestand die Hälfte der Gegenstände aus Hygieneartikeln, wie zum Beispiel Duschgel oder Zahnpasta. Das Ergebnis war interessant. Vor allen Dingen die unerfahrenen Spieler griffen nach dem Zocken von GTA oder auch von Flatout signifikant häufiger zu den Hygieneartikeln im Vergleich zu den unerfahrenen Spielern. Und da handelten diese nach dem Macbeth-Effekt. Sie nutzten quasi die Hygieneartikel, um sich moralisch reinzuwaschen. Erfahrene Gamer waren von diesem Effekt weniger betroffen, da nach Annahme der Wissenschaftler bereits andere Formen der Emotionsregulation vorliegen, um mit der Belastung umzugehen. Aber vor allem Gaming-Neulinge belastet es, wenn sie Gewalt in Videospielen ausüben sollen. Tja, und das wiederum bedeutet, nach den nächsten Schießereien, nach dem nächsten Mord, nach dem nächsten Totschlag, tja, legt euch einfach schon mal die Feuchttücher neben die Konsole und kühlt euch dann ordentlich unter der Dusche ab. So, das war's. Hast du dich nach dem Zocken schon mal schmutzig, schuldig oder einfach nur schlecht gefühlt? Dann schreib mir das mal unten in die Kommentare und vor allen Dingen, bei welchem Spiel das war. Vielleicht sind wir sogar Leidensgenossen. Tja, wenn du schon da unten bist, dann vergiss nicht das Abonnieren, Liken und Teilen. Und ja, dann bleibt am Ende nichts weiter mehr zu sagen, dass ich euch allen heute hier auf YouTube noch einen saugeilen Tag wünsche. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.